die Vorbereitung laufen auf Hochtouren. Was wird uns denn ab morgen hier erwarten? Ja, erstmal haben wir den Schnee bestellt. Der ist heute schon gekommen, damit Weihnachtsatmosphäre hier entsteht. Ab morgen 15 Uhr geht es los hier in Peitz an der Zitadelle. An dem Peitzer Festungsturm werden wir unseren Weihnachtsmarkt durchführen. Alle Gäste sind natürlich herzlich eingeladen. Wir beginnen morgen mit einem Stollenanschnitt, wie sich das für einen zünftigen Weihnachtsmarkt gehört. Und anschließend werden wir natürlich ein buntes Bühnenprogramm unseren Gästen bieten. Von Kinderprogrammen, Tanzshows über Märchengeschichten und natürlich auch Chorgesang haben wir an 3 Tagen, also bis zum Sonntagabend, für jeden Geschmack etwas dabei. Genau, und ständetechnisch, was haben wir da so mit dabei? Ja, natürlich gehört der Glühwein und der Punsch hier dazu. Essen gibt es auch reichlich, aber wir haben auch schönes Kunsthandwerk anzubieten. Wenn einer vielleicht noch eine Geschenkidee sucht, denke ich, ist er auf unserem Weihnachtsmarkt auch sehr gut aufgehoben. Wirklich auch handgemachte Sachen, die man nicht in dem Laden findet. Und vor allen Dingen kann ich an dieser Stelle unsere Festung empfehlen, denn diese Festung wird sich zu einer kleinen Kunsthandwerksstätte verwandeln. Angefangen vom Keller, wo wir bereits, wo Töpferhandwerk gezeigt wird, aber auch im Festsaal, wo Kunsthandwerk, Malerei geboten wird, wird es viele Geschenkideen geben.